Auf der französischen Karibikinsel Martinique rührt sich Protest gegen die Corona-Auflagen mit Blockaden und Demonstrationen. Zugleich gab es Appelle zu einem Generalstreik. Doch die Kritik richtet sich nicht nur gegen die Corona-Maßnahmen. Wir demonstrieren auch, weil die Lebenshaltungskosten so hoch sind, vor allem Benzin und Diesel. Angesichts von Unruhen im französischen Überseedepartement Guadeloupe in Zusammenhang mit Corona-Auflagen hat Präsident Emmanuel Macron zu Besonnenheit aufgerufen. Die Zentralregierung in Paris hat zur Verstärkung 200 Polizisten und Gendarmen in die Karibik entsandt. Die Proteste vermengen sich auch auf Guadeloupe mit Unzufriedenheit über soziale Probleme wie Arbeitslosigkeit und Armut.